Hey Leute, hier euer Pure Fan der Grenzen. Und zwar heute, also ich hätte mal Lust zu sagen, ein Spaß auf dem Feld, aber jeder macht das, also gibt den selber einen Namen, also ja, sag mal einfach Fun auf dem Feld. So, also hier fange ich mal an mit einem Diablo 2. Ja, ich nehme mal zwei dieser Blitzknatterbälle mit. Also Powerballs, Entschuldigung. Hier nehme ich mal zwei tolle Bienen mit Knatterfritze. Habe ich schon hier gezündet, allerdings. Also, ja, gucken wir mal. Hier noch, also aus französischer Ware, XXL Large Demon. Also, das sind ziemlich fette Böller. Mit einer NEM von 4 Gramm pro Böller. Also, nicht schlecht. Also, die sind ziemlich laut, diese Böller. Und dann hier, Fontaine Crescendo. Sind wir gleich. Also, das ist... Ja, das ist, der Kollege macht ein bisschen Scheiße. Hier eine Fontäne, also ein Pfeiffontäne. Die ist ziemlich kurz, aber ziemlich geil. NM 7 Gramm von RD, also ja. Dann hier ein Frosch, großer Knallfrosch von Helios, also Veko, umgelabelt. Ziemlich große Scheiße, aber nur noch einen vorhanden, also mitnehmen. Hier etwas richtig Geiles, also diese Knallkette ist wirklich richtig geil. Also das ist eine Knallkette von RD, 40 kleine Böller drin, also so Mini-Knaller. Und ja, da sind so 40 Mini-Knaller und 11 NM, also 11 Gramm NM. Und dann hier noch diese kleine Knaller, die hier drin sind, nochmal einzeln, also K1. Also das muss man sich mal vorstellen. Hier, diese Böller werden schon K2. Also ich weiß nicht, was die da haben in Frankreich, aber das ist richtig geil. Und hier, das ist... Steht nicht drauf. Ne, steht nicht drauf. Oder hab's nicht gesehen. So. Ja, okay. Also das zünden wir jetzt mal alles. Und viel Spaß. So Leute, dann fangen wir jetzt mal an mit den Feuerfritzen. Entschuldigung. So. Machen wir einen einzeln und dann den Rest miteinander. So. Ja. Relativ scheiße. Deswegen jetzt die drei miteinander. Oder nur zwei. Ja, die waren schon viel besser, die hier. Dann den letzten. Ne? Ne, die drei waren insgesamt zusammen. So, dann vier jetzt. Und jetzt dann geht's weiter mit... Was sollen wir machen? Ja, mit einem kleinen Böller. So. Die Knallkette kommt zum Schluss, denn das ist das Beste, was wir haben. Ja, nee, okay, doch. So, hier, wenn man es sieht, ein richtig fettes Böller. Also, das ist XXL Larch. So, dann machen wir den ungefähr auf 5 Meter Entfernung. Für den Cut, aber musste mal kurz Kamera umdrehen. Wow, Leute, ah, meine Ohren. Fuck, jetzt bekommen wir noch Ärger. Also, der war krass, also das ist richtig krass. Also diese Böller sind einfach unglaublich. Also ja. So, jetzt machen wir dann weiter mit den ganz kleinen Böller. Also die Mini da, also um ein bisschen jetzt eine Pause zu machen. Also erstens machen wir normal auf dem Boden. Gehen wir ein bisschen weiter weg hier. Machen wir auf dem Boden und dann das andere machen wir auf in einem Mülleimer. So, dann hier zünden wir mal. Muss man direkt, ja, extrem laut schon wieder. Also ich weiß nicht, was heute mit den Böllern los ist, aber das ist einfach unglaublich. Also diese Böller sind extrem laut. So, dann das zweite. Also wie ihr gemerkt habt, die Lunte, das ist so eine schwarze Lunte. Und die muss man direkt wegwerfen, sonst, ja, explodiert es wie, also geschieht es bei mir, ist in der Hand explodiert. So,
Dann direkt das zweite. Hier im. Ah, Scheiße. Ist reingefallen. Gib mal. Der kommt gar nicht. Ja. Also ich glaube, das wird nicht, denn ja, die. Wir probieren es trotzdem. Wow. Fuck, Leute. Ah, oh, meine Ohren. Ist ganz vor Kaschne, vor unsere Ohren explodiert. Ah, ich wusste, dass es nichts wird. Also, oh Mann. Egal. Extrem starke Böller. Also, Kaufempfehlung. Klare Kaufempfehlung. So, wir gehen jetzt noch weiter. Sonst bekommen wir wirklich Ärger mit den Einwohnern hier. Oh, fuck, meine Ohren. Also, das ist richtig krass. So, jetzt machen wir dann weiter mit deinen Powerballs, aber die sind schon mit Meteoriten drin, also gefüllt. Also, die scheiße Ladung. So, einen auf dem Boden, zweiten in der Luft. Warte. Okay, ne. Okay, ist gut. Dachte, es kommt ein Auto. Doch, es kommt kein. So. Ja. Ist schon aufgegangen. Ja, aber nicht so schlecht. Also ist noch zum Kaufen, also Klasse 1 ziemlich geil. Zweites machen, also probieren wir so zu werfen. Ah, oh, Scheiße. Ja, nee. Dann doch nicht in der Luft. Schade, aber naja, nicht halt so schlimm. So, was haben wir noch? Ah, ja. Die Frösche von Helios, also beziehungsweise Vico. Also wir legen den jetzt im Gras. Wo ist die Lunte? Ah, hier. Ich dachte jetzt wird keine Lunte hier. Nee. Wir legen es mal ein bisschen weiter so in den Gebüsch rein. So, zünd mal. So. Also, der war noch nicht ganz so schlecht, denn manche verpuffern nur. Aber der hier, der hat noch, also der ist noch gut explodiert. Also, ja, ziemlich gut noch. Also machen wir jetzt weiter mit der Knallkette. Ne, du kommst. Ah, ne, wir haben noch etwas anders. Ah ja, die gute Fontäne, die Crescendo-Fontäne. So. Ne, ich zünde. Also jetzt die Fontäne. Geh weg. Nein, noch nicht ein. So. Weg. Ja, schade. Pfeifen hat nicht so ganz funktioniert, also nur kurz. Aber ja, ziemlich geile Fontäne noch. So, dann machen wir jetzt weiter mit der RD Knallkette. Und ja, ich guck mal, wo es jetzt eingeht. Machen wir kurz. Mein Kerl. So Leute, dann hier mal diese Knallkette. Ja, also hier ist Zünder. So, legen wir mal hier hin. Die 40er Knallkette von Audi. So, die brennt ziemlich schnell ab, Freunde. So, weg. Oh fuck, Leute, Mann, diese Böller, das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, was sie mit diesen Böller machen, aber das ist so laut. Mann, wir bekommen so Ärger. Das ist unglaublich. Die waren fast so hart wie, also so laut, wie dieses große Böller, das ich mir gezündet habe. Das ist der Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, was die mit diesen Böller da machen, aber Französisch, also die Franzosen sind einfach so recht dumm. So, also wir hatten jetzt noch vergessen, die tolle Bienen zu zünden. Also machen wir jetzt zum Abschluss. Das ist eine ganz schöne Ware. Also Klasse 1 in Deutschland. So, dann zünden wir es mal. Das ist mindestens geräuschlos. So. So,
Ja. Er hat sich nicht gedreht, war auch zu spät, um ein bisschen mit dem Fuß nachzuhelfen. Aber wir haben noch ein zweites. So, die stellen wir dann mal einfach. So, ja. So. Komm. Nee, andere Seite. So. Komm. Ja. Funktioniert super. Also diese Teile sind wirklich recht gut. Also dicke Brummer sind super, aber diese hier drin viel schneller und ja, super. So, das war dann Fön auf dem Feld, sage ich jetzt mal. 0.1, mein erstes. Es werden noch so, solche Videos folgen. Sagt mir, ob es euch gefällt. Also was? Also Peace, Leute.